Gemeinsam mit Österreich machen drei Länder einen Gegenvorschlag zu den deutsch-französischen Hilfsangeboten. Die Corona-Hilfe soll demnach zurückgezahlt werden müssen. Guten Abend bei der Zeit im Bild. Italien hofft auf einen raschen und gästereichen Start in die Saison. Ein Brief aus Jesolo an den Bundespräsidenten wirbt um Gäste aus Österreich. Und Anna Veit schnallt ab. Ihre Skikarriere geht zu Ende. Windig und teils sonnig wird das Wetter morgen. Schon vom Beginn der Krise an und noch mehr, als sich dann zeigte, wo die großen Krisenherde liegen, war klar, dass vor allem Italien und Spanien geholfen werden muss. Darüber sind sich die EU-Staaten zwar einig, aber strittig bleibt wie. Nadja. Ja, Deutschlands Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron wollen, dass die EU-Kommission 500 Milliarden Euro auf den Kapitalmärkten aufnimmt und so den Wiederaufbau forciert. Aber vier kleinere EU-Staaten, nämlich Österreich, Dänemark, Schweden und die Niederlande, haben da andere Pläne. Sie fordern einen zeitlich begrenzten Notfallfonds und haben ihre Position den übrigen EU-Partnern heute dargelegt. Bundeskanzler Sebastian Kurz präsentiert heute zusammen mit Schweden, Dänemark und den Niederlanden, die Staaten bezeichnen sich als die Gruppe der sparsamen Vier, einen Gegenentwurf zum deutsch-französischen Vorschlag. Statt durch Zuschüsse, wie von Merkel und Macron geplant, will man mit günstigen Notkrediten helfen. Wir haben schon eine klare Position und die ist uns wichtig, nämlich dass diese Hilfe eine Corona-Soforthilfe sein muss, schnell, intensiv, unbürokratisch. Aber wir wollen keine Schuldenunion und auch keinen Einstieg in eine Schuldenunion durch die Hintertür. Und daher ist für uns der wichtigste Punkt, dass es eine zeitliche Befristung gibt. Und zwar auf 2 Jahre. Zwar lässt das zweiseitige Papier, das Österreich und seine Mitstreiter heute an die EU-Hauptstädte schicken, das Hilfsvolumen offen. 500 Milliarden wären aber laut Bundeskanzler Kurz vorstellbar. Die Hilfe soll 3 Ziele haben. Nämlich Investitionen in Ökologisierung, in Digitalisierung und in den Gesundheitsbereich, immer mit dem Ziel, wieder maximal viele Arbeitsplätze in Europa zu schaffen. Michel Raimond, der Europasprecher des grünen Koalitionspartners, hält den Vorschlag für einen Schritt in die richtige Richtung. Allerdings wären 500 Milliarden Euro die Untergrenze des Notwendigen. In Berlin und Brüssel begrüße ich jetzt unsere Korrespondenten Andreas Jölle und Veronika Filitz. Schauen wir zuerst nach Brüssel. Wie kommt denn dieser Gegenvorschlag dort an? Ja, in Italien findet man den Gegenvorschlag mehr als unangemessen. Man ist nahezu empört, aber das ist nicht wirklich überraschend. Italien wie auch Spanien fordert ja seit eh und je, dass die Hilfsgelder als Zuschüsse fließen sollen, weil die Staatsschulden ohnehin schon hoch genug sind. Aber auch aus dem EU-Parlament kommt heute Kritik, selbst aus den Reihen der ÖVP, und zwar von Vize-Parlamentspräsident Ottmar Karas. Aus seiner Sicht ist der Vorschlag den Herausforderungen nicht gewachsen. Karas setzt sich dafür ein, dass es Zuschüsse und Kredite geben soll, also einen Mix. Die Niederlande, Österreich, Schweden und Dänemark haben mit diesem gemeinsamen Papier jetzt im Streit sozusagen den Federhandschuh geworfen und gezeigt, dass sie gemeinsam als Gegengewicht auftreten wollen zur französisch-deutschen Achse. Deutschland, Andreas Jölle, ist ja da vor kurzem gemeinsam mit Frankreich vorgeprescht mit dem am Tisch liegenden Vorschlag, zu dem jetzt der Gegenvorschlag gemacht wurde. Wie nimmt man dort diesen Gegenvorschlag auf? Naja, offiziell gibt es aus Deutschland keinerlei Reaktionen. Das entspricht auch nicht den deutschen Gepflogenheiten. Inoffiziell kommt aber sehr wohl eine Antwort. So sagt etwa die deutsche Kanzlerin Angela Merkel in ihrem wöchentlichen Podcast, wie wichtig es sei, die Solidarität der EU-Staaten, vor allem in Corona-Zeiten und vor allem mit von der Corona-Krise betroffenen Ländern. Und zu dieser Solidarität zählen eben auch diese EU-Hilfsprogramme. Breite Unterstützung kommt auch aus Deutschland für diesen Macron-Merkel-Plan. Vor allem von den Spitzen der Regierungsparteien, auch von CDU und CSU. Das ist deshalb bemerkenswert, weil Angela Merkel doch eine ordentliche Kehrtwende hingelegt hat und sich jetzt vorstellen kann, schon über Kredite andere Staaten zu unterstützen. Bisher war die Linie Deutschlands, nie und nimmer für die Schulden anderer zu zahlen. Grundsätzlich gilt aber für Deutschland, sie wollen so ein Hilfspaket, ein EU-Hilfspaket, ein ordentliches Hilfspaket. Über die Details kann man aber noch verhandeln. Am Ende wird es irgendeinen Kompromiss geben müssen. Gibt es dafür Deutschland eine rote Linie, die nicht überschritten werden kann?
Grundsätzlich zeigt man sich hier relativ bereit. Man möchte mal ausloten, was da kommt. Man wartet auf den Vorschlag, der jetzt von Österreich und den anderen drei Staaten kommt. Und dann kann man in Ruhe darüber reden. Veronika Felitz, noch einmal, nächste Woche kommt dann von der EU-Kommission der Vorschlag in dieser Sache zur Hilfe für jene von der Corona-Krise besonders betroffene Staaten. Was ist denn davon zu erwarten? Die Kommissionspräsidentin dürfte vorschlagen, dass das Geld in einem Mix aus Krediten und Zuschüssen fließen soll. Auf die Frage Kredite gegenüber Zuwendungen, Zuschüsse, darauf spitzt sich ja alles zu. Das wird das große Streitthema in den kommenden Wochen. Die Frage, ob sich die EU überhaupt verschulden darf, die scheint geklärt. In dem Papier schreiben die vier Länder nämlich auch, die EU soll sich verschulden dürfen, aber eben nur, wenn die Empfänger sich bereit erklären, die Gelder auch zurückzuzahlen. Showdown dann wahrscheinlich beim nächsten EU-Gipfel, der, so zumindest Überlegungen hier in Brüssel, wieder als echtes physisches Treffen stattfinden könnte. Natürlich je nachdem, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Aber dass dieses Streitthema per Videoschaltung geklärt werden kann, das glaubt hier niemand. Vielen Dank für diese Live-Informationen, Veronika Felitz und Andreas Jolli. Italien also ein Land, das jetzt von der Union Hilfe braucht, nicht zuletzt, weil dort aufgrund der teils extremen Auswirkungen der Pandemie die Wirtschaft darniederliegt. Anfang der Woche hat die Regierung das Land wieder etwas geöffnet und die erste Bilanz ist positiv. Die Infektionszahlen werden stetig besser. Aber wie überall bis zur alten Normalität ist noch ein weiter Weg. Der Gang zum Friseur, auch für die Italiener seit Montag wieder ein Zeichen der wiedergewonnenen Freiheit, trotz Maskenpflicht. Den italienischen Frauen ist ihre Frisur wichtig, auch wenn es nur Waschen und Föhnen ist, sie wollen einfach gut ausschauen. Die neue Normalität ist gewöhnungsbedürftig. Es ist wie Laufen lernen, hat Premier Conte Anfang der Woche gesagt. Aber die Bürger sind sehr diszipliniert, lobt auch der Regierungschef jetzt. Vorsichtig bleiben, ermuntert er Mitte der Woche im Parlament und gleichzeitig die Wirtschaft wieder ankurbeln, lautet die Devise. Dazu gehört auch der Tourismus. Ich nutze die Gelegenheit, alle Bürger zum Urlaub in Italien einzuladen. Wir können die Juwelen unseres Landes entdecken, die wir noch nicht kennen. Auf dem Tourismus ruhen viele Hoffnungen. Die Branche macht etwa 13% der Wirtschaftsleistung aus und Hunderttausende Arbeitsplätze. An den Stränden werden schon Vorbereitungen getroffen. Wir haben die Kabinen desinfiziert, das Restaurant, den Kiosk, sagt dieser Banino. Und jeden zweiten Sonnenschirm haben wir auch herausgenommen. Die große Frage ist, ob auch aus dem Ausland Urlauber kommen können. Ab Anfang Juni will Italien wieder die Grenzen öffnen. Einige Politiker kritisieren bereits Österreich und fordern ein Ende der Reisebeschränkungen. Der Strand von Bibione unter Österreichern wohl bekannt. Ab 29. Mai soll alles fertig sein. Hier ist alles sicher, heißt es an der oberen Adria. Verbunden mit dem Appell an Deutsche und Österreicher, ihre Heimatstrände, wie es heißt, nicht zu vergessen. Und dieser Appell kommt heute via Briefpost nach Österreich, adressiert an den Bundespräsidenten. Alexander van der Bellen hat diese Post heute aus dem beliebten Badeort Jesolo erhalten. Vor Corona hat es am Strand in Jesolo noch so ausgesehen. Mittendrin viele österreichische Urlauber. Und damit zumindest einige auch heuer kommen können, wirbt die Region in diesem Brief an die Hofburg direkt bei Bundespräsident van der Bellen um österreichische Touristen. Wer Italien hilft, helfe auch Österreich, heißt es. Delegationen aus den Bundesländern werden eingeladen, sich an Ort und Stelle ein Bild von der Lage zu machen. Was Italien für Europa war, ist Brasilien mittlerweile für Südamerika ein Corona-Krisenherd. Die Infektions- und Todeszahlen steigen stark an, aber der Präsident lehnt weiterhin strengere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ab. Doch nun gerät Bolsonaro unter Druck an einer anderen Front. Ein Bundesgericht hat Videoaufnahmen von einer Regierungssitzung freigegeben, als möglichen Beweis in einem Verfahren wegen unerlaubter politischer Einflussnahme auf die Polizei. Es ist starker Tobak, was von dieser Regierungssitzung jetzt an die Öffentlichkeit kommt. Bolsonaro beschwert sich, dass es ihm nicht gelungen sei, Ermittler auszutauschen, die in seine Familie wegen Korruptionsvorwürfen eindringen, wie er sich ausdrückt. Wenn ich jemanden nicht austauschen kann, tausche ich seinen Chef aus oder gleich den Minister. In Rio, wo seine Söhne wegen Korruption im Fokus von Ermittlungen sind, hat Bolsonaro vor kurzem den Polizeichef ausgetauscht und dazu auch gleich den Chef der Bundespolizei.
In derselben Sitzung schlägt auch der Umweltminister vor, strenge Auflagen und Umweltgesetze zu verwässern. Die Pandemie biete die Gelegenheit dafür, denn jetzt sei die ganze Aufmerksamkeit auf Corona gerichtet mit den vielen Toten. Ganz im Sinne des Präsidenten, der die Pandemie kleinredet. Es ist eine menschenverachtende Figur. Der sagt sogar, es gibt vielleicht 70.000 Tote, das wird es geben. Ja, was soll's, sagt er. Er sagt, es ist wirklich brutal. Brutal. Der aus Vorarlberg stammende Bischof lebt in Amazonien. Besonders die Indigenen sind dem Virus schutzlos ausgesetzt, das etwa von Holzfällern oder Goldsuchern in den Regenwald eingesteppt wird. Die Pandemie ist für uns etwas Furchtbares, aber dieses Eindringen, diese Respektlosigkeit, diese Skrupellosigkeit, das ist genauso ein Virus, das für uns große Probleme macht. Die Ureinwohner protestieren dagegen mit ihren Masken. Darauf steht, auch unser Leben ist wichtig. Und auch unsere Sendung Orientierung berichtet über den Einsatz von Bischof Erwin Kreutler in Brasilien. Dort kommt er dann ausführlich zu Wort, morgen ab 12.30 Uhr hier in ORF 2. In der Türkei gilt ab heute landesweit eine Ausgangssperre, 4 Tage lang. Sie wird polizeilich überwacht. Damit will man zu den Feiertagen am Ende des Fastenmonats Ramadan die üblichen Familienbesuche unterbinden. Schon seit Wochen werden in den Großstädten an Wochenenden solche strikte Ausgangssperren verhängt, etwa in Istanbul, das dann kaum wiederzuerkennen ist, wie Jörg Winter von dort berichtet. Istanbul zu normalen Zeiten. Die größte Stadt Europas ist auch die lauteste und geschäftigste. Jetzt sperrt die 16-Millionen-Metropole an Wochenenden und Feiertagen zu. Der Verkehr stoppt, sonst überfüllte Einkaufsstraßen. Sie sind menschenleer. 4 Tage lang gilt das Ausgehverbot, dieses Mal im ganzen Land. Viele hoffen zum letzten Mal. Die Ausgangssperre für unter 20-Jährige, die auch unter der Woche gilt, wurde mittlerweile etwas gelockert. Auch jene für über 65-Jährige, die schon seit Mitte März in Kraft ist. Ich war 50 Tage lang in meinem Haus komplett eingesperrt. Ich bin nicht einmal hinausgegangen, erzählt dieser Pensionist. Jetzt dürfen die Senioren zumindest jeden Sonntag für 6 Stunden auf die Straße. Mehr als ein Dutzend Großstadtregionen bleiben nach außen hin abgeriegelt, zumindest noch bis Anfang Juni. Für Reisen zwischen den Provinzen benötigt man künftig einen Sicherheitscode. Die Maßnahmen zeigen Wirkung. Die Anzahl an täglichen Neuinfektionen ist seit dem Höhepunkt Mitte April deutlich zurückgegangen. Die Abriegelung der Großstädte und die wochenlangen Reiseverbote haben die Ausbreitung des Virus beschränkt. Wohl auch deshalb haben Küstenorte wie Antalya oder Bodrum bisher vergleichsweise wenig Infektionsfälle. Nach anfänglichen Pannen und Testengpässen wurde auch die Zahl an Testungen massiv nach oben gefahren. Tausende Teams sind landesweit im Einsatz, um Kontaktpersonen von Infizierten und damit Infektionsketten und Cluster aufzuspüren. Wie es derzeit aussieht, mit Erfolg. Im Vergleich zu Europa und den USA ist Afrika in der Corona-Krise bisher recht glimpflich davon gekommen, denn die meisten Staaten am Kontinent haben schnell reagiert. Aber dieser Lockdown hat seinen Preis. Die Vereinten Nationen und die Weltbank warnen vor einer starken Zunahme der extremen Armut nach der Pandemie. Frische Gräber am Rande von Mogadischu in Somalia. Der Bürgermeister bezweifelt die offiziellen Corona-Zahlen. Es gäbe weit mehr Tote, sagt er. Da könnte er recht haben und dennoch. Apokalyptische Prophezeiungen von massenhaften Leichen in den Straßen Afrikas haben sich nicht bewahrheitet. Ganz langsam darf man wieder hinaus. Sperren Märkte wieder auf, wie hier in Dakar. Afrika hat schnell reagiert, die Fälle sind niedriger als befürchtet, lobt der UN-Generalsekretär. In diesem Labor in Südafrika werden Tests mit einem Tuberkulose-Impfstoff durchgeführt. Der Kontinent hat viel Erfahrung mit Infektionskrankheiten. Aber auch mit Armut, und die werde sich verschlimmern, warnt die UNO. Schlangen an der ugandisch-kenianischen Grenze. Lkw-Fahrer werden penibel untersucht, der Warenverkehr stockt. Dazu kommen fehlende Einnahmen aus dem Tourismus, ausbleibende Rücküberweisungen von Arbeitskräften aus dem Ausland und vieles andere mehr. In Südafrika bilden sich bei der Ausgabe von Nahrungsmitteln kilometerlange Schlangen. Doch es wäre nicht Afrika, würde es nicht auch die andere, die bunte und kreative Seite geben.
Covid-19 zerstört die Wirtschaft und unsere Jobs. Es gibt kein Geld, sagt diese Frau in einem Slum in Nairobi. Dennoch hat sie ihren Töchtern um 40 Cent Corona-Frisuren machen lassen. Die sollen auch daran erinnern, wachsam zu bleiben. In Österreich dürfen nächstes Wochenende die Hotels wieder aufsperren. Es gelten aber auch hier neue Verhaltensregeln. Bei den Betreibern sind Freude und Sorge gleichermaßen groß. Denn die große Frage ist, wie viele Gäste werden überhaupt kommen? Es wird kein völliger Neustart für das 25-Hours-Hotel beim Wiener Museumsquartier. Das Haus war auch in den vergangenen Wochen trotz Lockdowns geöffnet. Für Geschäftsreisende und für jene, die es daheim im Homeoffice nicht mehr ausgehalten haben. Hat sich's ausgezahlt? Nein. Wenn Sie mich so fragen, nein. Wirtschaftlich natürlich nicht. Es hat uns aber sicherlich dabei geholfen, wenn es ab dem 29. Mai wieder losgeht, richtig, auch mit Touristen, dass wir nicht das komplette Gebäude wieder hochfahren müssen. Mit dem großen Geschäft rechnet der Hotelchef aber auch nach dem 29. Mai nicht. Eher mit einem ganz leichten Anstieg leider nur. Unsere Prognosen, wir haben sehr viele Vorbuchungsstände noch für die nächsten Monate. Ehrlicherweise gibt es aber auch genauso viele Stornierungen, weil viele Leute aktuell abwarten, was sie tun oder was sie nicht tun. Mundschutz im Eingangsbereich und an der Rezeption sowie der 1 Meter Abstand. Die verordneten Regeln werden kaum zu Einschränkungen führen. Weil unsere Zimmer regulär belegt werden können, auch mit 2 Personen. Das ist zumindest Stand der Auflagen heute. Auch in der St. Martins-Therme und Lodge im burgenländischen Seewinkel laufen die Vorbereitungen. Und auch hier sieht man den Vorschriften gelassen entgegen. Sonst ist es für den Gast eigentlich nur angenehm, weil es steht ihm mehr Raum, sozusagen mehr Qualität vom Punkt der Distanz zur Verfügung und vor allem auch natürlich mehr Dienstleistungsqualität. Es wird ein Neustart mit Hindernissen und vielen Unbekannten, speziell für Hotels in den klassischen Urlaubsregionen. Wien ohne Touristen und das Anfang Juni, keine guten Vorzeichen. Kommen wir noch einmal zurück ins Ausland. Für Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist es eine bittere Niederlage. Er muss beim morgen beginnenden Korruptionsprozess gegen ihn anwesend sein. Sein Antrag auf Fernbleiben wurde von Richtern abgelehnt. Und damit steht zum ersten Mal in der Geschichte Israels ein amtierender Regierungschef wegen Korruption vor Gericht. Tim Kopal berichtet. Kein Prime Minister, sondern ein Crime Minister ist Benjamin Netanyahu für seine Gegner. Israels erster amtierender Regierungschef auf der Anklagebank. Es geht um Luxusgeschenke, um politische Gefälligkeiten, um undurchsichtige Abmachungen mit Großkonzernen und um positive Berichterstattung auf Bestellung. Netanyahu selbst bezeichnet den Prozess gegen sich wörtlich als Witz. Aber das Lachen könnte ihm vergehen, beim Fall 4000 etwa rund um den Telekom-Konzern Bezeq. Netanyahu soll dem Unternehmen gesetzlich Vorteile und damit Millionengewinne verschafft haben für positive Berichte auf der Online-Nachrichtenseite des Konzerns. Es ist auch damit zu rechnen, dass dieser Prozess sich über Jahre hinzieht. Ich glaube nicht, dass wir eine Verurteilung Netanyahus, vor allem eine rechtswirksame Verurteilung, sehen werden vor dem Ende der Legislaturperiode. Fans und Parteifreunde des Langzeitregierungschefs warnen lautstark vor einem Putschversuch der Justiz. Der Umstand, dass Netanyahu und seine Anhänger massiv Front machen gegen die Legitimität dieser Anklage und damit das Justizsystem in Zweifel ziehen, das, glaube ich, wird massive Auswirkungen auf die Reputation des israelischen Rechtsstaats haben. Bis zu 5 Jahre könnten bis zu einem rechtskräftigen Urteil vergehen. Generalstaatsanwalt Mandelblit steht nach mehreren Morddrohungen bereits seit Monaten unter Polizeischutz. Was die beiden österreichischen Künstler Werner Berg und Manfred Deichs gemeinsam haben, das zeigen wir gleich. Zuerst noch einige wichtige Themen des Tages. Der Rechnungshof wird die Auszahlung des Härtefallfonds prüfen und auch die Zusammenarbeit der Behörden von Bund und Ländern im Umgang mit Corona-Hotspots wie Ischgl. Weiters ortet Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker, wie sie im Ö1-Interview sagt, Schwachstellen bei der Verfügbarkeit von Gesundheitsdaten. Jener Oberarzt, der während einer schwierigen Operation das Kepler-Uniklinikum Linz in Richtung seiner Privatordination verlassen hat, klagt jetzt gegen seine fristlose Entlassung. Die Begründung des Arztes, die Obduktion hätte ergeben, dass sein Verhalten nicht im Zusammenhang mit dem Tod des Patienten gestanden sei. Spanien will ab Juli seine Grenzen wieder für ausländische Urlauber öffnen. Der Tourismus soll unter sicheren Bedingungen wieder anlaufen, verkündete heute Ministerpräsident Pedro Sanchez. Zuletzt hatten immer öfter Spanier gegen die harten Corona-Maßnahmen demonstriert.
Nach dem Flugzeugabsturz in Pakistan wurden die beiden Flugdatenschreiber sichergestellt. Sie sollen bei den Ermittlungen helfen. Mindestens 97 Menschen sind ums Leben gekommen. Zwei Passagiere haben den Absturz wie durch ein Wunder überlebt. Der steirische Altbischof Johann Weber ist im Alter von 93 Jahren verstorben. In seine Amtszeit als Vorsitzender der Bischofskonferenz fiel unter anderem auch die für die Kirche besonders herausfordernde Phase nach der Causa Gror. Mehr als 30 Jahre lang stand Weber, auch oft bezeichnet als der Bischof der kleinen Leute, an der Spitze der Diözese Graz-Seckau. Mit 42 Jahren wird 1969 Johann Weber zum Bischof der Diözese Graz-Seckau geweiht, nicht nur für viele Gläubigen überraschend. Zuvor war er fast 20 Jahre als Kaplan und Stadtpfarrer tätig. Ein Höhepunkt seiner Amtszeit ist der Papstbesuch von Johannes Paul II. Im Jahr 1983 in Mariazell. Heiliger Vater, ich begrüße Sie herzlich in Mariazell. 1995 wird Johann Weber Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz. Die Kirche ist in Aufruhr, etwa als gegen den Wiener Erzbischof Hans-Hermann Grohr Missbrauchsvorwürfe laut werden. Weber lädt die neue Plattform Wir sind Kirche, die Reformen fordert, zu Gesprächen ein. Doch dieser sogenannte Dialog für Österreich versandet wieder, zur Enttäuschung vieler Gläubigen. Bis 2001 ist Webers Amtszeit als Grazer Bischof geprägt durch Umwälzungen. Vertrauen hat einen längeren Atem als die Angst. Johann Weber wird von Politik und Klerus gewürdigt als volksnah und bescheiden. Das war der Bischof der Herzen, die sind ihm zugeflogen. Seine Fröhlichkeit war ansteckend. Ich glaube, dass er auf jeden und jede zugehen hat können und das wird sicher uns abgehen. Johann Weber selbst hat sich immer nur als Seelsorger gesehen. Das Werner-Berg-Museum in Kärntner Bleiburg wartet mit einer neuen und überraschenden Ausstellung auf. Deichs trifft Berg heißt sie und bringt unerwartete Einblicke in das Schaffen der beiden Künstler. Manfred Deichs erscheint neben den Arbeiten von Werner Berg in ganz neuem Licht. Und Werner Berg, bekannt als Chronist der Kärntner Slowenen, erkennt man dessen Humor ein Stück besser. Es ist der genaue Blick für die Menschen und ihre Eigenheiten, der die auf den ersten Blick völlig unterschiedlichen Künstler Manfred Deichs und Werner Berg eint. Fast ein halbes Jahrhundert Altersunterschied trennt den in Niederösterreich geborenen Deichs vom Wahlkärntner Maler Berg, die doch erstaunlich viele Gemeinsamkeiten haben. Was beide auszeichnet, ist dieses ständige Dabeisein. Deichs als Schankbursche im Gasthaus, Werner Berg auch im Gasthaus, auf den Märkten, in den Kirchen. Immer wieder waren sie mitten unter den Leuten. Insgesamt 470 Arbeiten der beiden Künstler sind in Bleiburg zu sehen. Die Organisation der Leihgaben aus Deutschland war während der Corona-Krise alles andere als einfach. Doch die Gegenüberstellung der schrillen Karikaturen von Deichs und der eindringlichen Porträts aus der bäuerlichen Welt der Kärntner Sloweninnen und Slowenen von Berg ist geglückt. Die Ausstellung Manfred Deichs trifft Werner Berg ist ein gewagter Dialog voll Humor, der vor allem eines vermittelt, das Lachen auch in herausfordernden Zeiten nicht zu verlieren. 8 Monate nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher verliert Österreich einen weiteren großen Skistar. Anna Veit hat heute das Ende ihrer Karriere verkündet. Eine äußerst erfolgreiche Karriere. Blicken wir zurück auf einige Stationen. Im Dezember 2011 feiert sie den ersten von insgesamt 15 Weltcupsiegen. 3 Jahre später erobert die Salzburgerin bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi Gold im Super-G. 2015 triumphiert Veit dann bei der Ski-WM in Vail Beaver Creek, sowohl im Super-G als auch im Riesenslalom. Dazu gewinnt sie 2-mal den Gesamtweltcup. Im selben Jahr, im Oktober, zieht sich Veit dann bei einem Trainingssturz in Sölden schwere Knieverletzungen zu, von denen sie sich nie mehr wirklich erholt. Diese Verletzungen sind auch mit ein Grund, warum sie jetzt mit 30 Jahren einen Schlussstrich unter ihre Laufbahn sieht. Meine Träume, die ich für die Zukunft habe, haben sich eben in den letzten Jahren einfach verändert. Und deswegen möchte ich meine aktive Skikarriere beenden. Und wie es weitergeht, ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt selber noch nicht so ganz genau. Was für mich halt wichtig ist, ist, dass ich heimkomme, dass ich bei meiner Familie bin und einfach auf was Schönes nach vorne blicken kann. Sagt Anna Veit zu ihrem Abschied aus dem Skizirkus. Einen Rückblick auf ihre Erfolge und Reaktionen von Kollegen und Kolleginnen sehen Sie gleich im Sport.
Anna Veit, über die Jahre ohne Zweifel auch ein Fernsehliebling geworden. Welche Fernsehlieblinge heute, Corona-bedingt ohne große Gala-Veranstaltung mit der Romy ausgezeichnet werden, sehen Sie ab 20.15 Uhr in ORF 2. Und mit zwei Superlativen kann jetzt gleich auch Markus Watzak aufwarten. Wir beide wünschen Ihnen noch einen schönen Fernsehabend. Auf Wiedersehen.